Jawollo, so soll das doch reinballern hier. Schön am momentan immer noch super laufenden Spot hier an der Yama. Und das Ganze dann mit den Nagetieren. Das ist mal wieder wild. Na, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir denn hier schon wieder direkt einen König drauf oder was? Komm mal ran hier. So, Bremse ein bisschen höher. Geht da noch was? Oh ja, ich glaube, da geht noch was. Aufpasse. So. So, man muss es ja nicht übertreiben. Der hat schon mal ein bisschen Bock. Das ist nice. Also, ich teste gerade die letzte Nacht oder die letzten Abendstunden schon angefangen. Da war das schon mal gar nicht so schlecht. Und da habe ich gedacht, ja komm, warte doch nochmal die Morgenstunden ab. Und jetzt heißt es natürlich wieder verschiedene Farben testen bei den Kunstködern. Und welche Kunstköder sind es? Tja, wie gerade schon gesagt, die verdammt teuren Tunguska-Kunstköder, diese Nagetiere, die man quasi nur durchleiert. Also man muss sie nicht mal irgendwie richtig führen, sondern man macht so ein bisschen Stop and Go oder leiert sie ganz einfach locker durch. Das habe ich jetzt gerade hier auch gemacht und rabam, ballert er rein. Und wenn ich mir überlege, da geht vielleicht sogar richtig schön was auf König, wäre das ja nicht so schlecht. Noch besser wäre es aber, wenn es halt kein König ist. Und hier gehen so richtig schön dicke andere Lachse rein. Königslachs ist ja schon mal ganz nice, aber lieber, also viel lieber noch, die anderen Kandidaten auch in richtig schön groß. Gerne so ein Rotlachs, Silberlachs oder, nehme ich doch gern alles mit. Also bisher sieht es schon ganz gut aus. Wir gucken natürlich gleich in den Kescher. Ich ziehe auch hier gleich noch ein bisschen weiter durch. Und dann gucken wir uns auch die verschiedenen Köder auch nochmal an. Denn es gibt von diesen kleinen, ich bin hier gerade mit den kleinsten der Nagetiere unterwegs, davon gibt es eben auch verschiedene Farben. Und die laufen tatsächlich deutlich unterschiedlich. Na komm jetzt ran hier. Ich glaube, es ist ein König. Wahrscheinlich hat er so 11, 12 Kilo. So richtig groß ist er nicht. Sonst wäre er deutlich weiter schon abgehauen. Ich kann ihn so einigermaßen bremsen hier auf. Was habe ich hier drauf? Ich glaube 13 Kilo Schnur. Also so ein bisschen was geht hier. So, jetzt aber hier. Jetzt komm mal ran hier. Komm. Schön ein bisschen mit der Strömung runterziehen. Oh ne, er will noch nicht. Er will noch nicht. Komm ran hier. Yo, der hat doch jetzt aber mal so richtig Bock. Hör doch mal auf, Alden. Was ist denn da los? Der wollte ja gar nicht mehr aufhören. Ne? Jetzt so langsam ist er müde. Also, sehr wahrscheinlich natürlich ein Königslachs, ein schöner Brocken, der jetzt hier endlich so langsam müde wird. Da sieht man ihn auch schon und da kommt er ran. Alter Falter. Ganz, ganz, ganz krass. Komm ran hier auf 10 Kilo. Ich sage doch, so heftig war der gar nicht, weil er auch relativ schnell hier vorne am Ufer war. Aber trotz allem, ne, auf kleinem Setup hier mit 13 Kilo an Tragfähigkeit. Ja, das haut natürlich ordentlich rein. Schnell zurück zum Spot. Eieiei, und da sind wir wieder. Also hier vorne, wo die kleinen Äste sind an der Ecke, genau hier ist es. 194, 198. Klappt immer noch. Und dann, ja, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen exotischer mit den Nagetieren. Also einfach mal durchleiern hier. Tempo 20. Ich bin relativ langsam unterwegs. 20 bis 25. Ich gucke immer, dass da auch immer noch so ein bisschen Aktion wieder ist. Zack, ist hier schon direkt der nächste. Also, dass man sieht, dass unten die Actionbar wieder ein bisschen flackert. Das heißt, dementsprechend hat dann eben auch der Köder ein bisschen mehr Action und ist da am Rumflattern und bewegt sich vielleicht besonders toll. Und da, wie gesagt, achte ich immer drauf. Also immer gucken. So, sie auch, guck mal. Na, guck mal, geht auch direkt. Das ist doch nice. Ja, die große Frage ist natürlich, was oder welche Köder, welche Farben funktionieren bei den Mäusen. Wir gucken noch mal ganz kurz rein. Hier waren bisher Rotlachse drauf, Silberlachse, Masu, auch natürlich sehr, sehr nice. Also schon mal ziemlich kunterbunt, Kamtschatka Regen, ja, dann der König. Also das eigentlich, was auch hier in letzter Zeit immer wieder ganz gut reingeht.
zack, next. Alles das bietet oder liefert tatsächlich auch diese Maus. Und meine Hoffnung ist natürlich, Alter, da kommt der Brachi. Jawollo. Und meine Hoffnung ist natürlich sowas. Denn der nahe Verwandte, quasi fast gleiche, der Lennox, ballert ja auch auf die Mäuse. Den habe ich ja auch auf der Maus gefangen. Und das wäre es natürlich. Also wir haben hier einen komplett übertrieben hochwertigen, großen Köder. Und den für die Lachse, das muss doch gehen, Alten. Da muss doch was laufen. Wenn man hier so einen komplett übertriebenen Köder hat, dass der dann vielleicht sogar genau das Richtige ist für die komplett übertrieben richtig großen Lachse. Wäre nicht so schlecht. Wäre nicht verkehrt. Ich habe hier nur einen 1er Haken drauf. Wir gucken mal eben rein. Wir haben jetzt gerade Mittagszeit. Nutzen wir die Zeit. Also, so sieht das Ding aus. 1er Haken. Relativ simpel. So cute. Die kleine Maus. Ach ja, da kann man ein bisschen mit kuscheln. Aufpassen. Ne, unten sind die Haken dran. Also, das Ding schön locker durchleiern. Einfach flapp, 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 flapp durchs Wasser. Schön durchleiern. Und zack, dann kommt der Biss und dann eskaliert das Ganze. Riesennachteil. Wir sehen es hier unten. Es fängt natürlich schon wieder an mit dem Verschleiß. Ne? Also ein Nachteil ist der Preis natürlich. Und der nächste Nachteil ist, dass der Verschleiß ziemlich heftig ist. Also das ist schon nicht so easy. Wenn du die gekauft hast, dann mit 20 lassen die sich locker aufrufen. Und hier ist dann die ganze Serie. Also von Maus Black geht es dann weiter von der schwarzen sozusagen. Dann geht es weiter auf Black Gray, Braun, Grau hatte ich jetzt gerade eben drauf. Und White. White war bisher so mit am schlechtesten. Man sieht es vom Verschleiß. Da hatte ich auch den Lennox drauf auf Black Gray nehme ich auch wieder drauf jetzt. Auch hier wieder 1er Haken drauf. Reicht komplett. Und dann raus damit. Und einfach mal gucken. So, erstmal ein bisschen treiben lassen. So. Und dann fangen wir an, uns durchs Wasser vorzubewegen. Immer in der Idee oder vom Gedanken her, dass es quasi jetzt eine Nagetier simuliert, was ins Wasser gefallen ist, vielleicht irgendwann keine Power mehr hat. Oh, da treibt es weg und da hat keine Kraft mehr zu strampeln im Wasser. Und dann strampelt es weiter, die letzte Energie, und zappelt durchs Wasser und versucht sich zu retten und vor den bösen Lachsen davon zu kommen. Also, wir haben hier quasi eine Maus oder eine Nagetier, was vielleicht da hinten irgendwo am Ufer flupp von einem Ast gefallen ist, abgerutscht ist und dann schnell wieder an Land strampeln will. Und ja, dann gucken wir halt, dass das vielleicht nicht zu schnell ist und dann zwischendurch auch mal so ein paar Pausen drin sind. Oder, was beim Timen sehr gut funktioniert hat, Tempo 50, richtig schön schnell. Zack, 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 zack. Da hat sich der Timen auch gedacht, jawoll, das Ding gönne ich mir. Also, viel Spielerei natürlich. Wir haben hier nicht wirklich eine Führungsmethode. Also, wir haben hier unten nicht irgendwie stehen, Führungsmethode, Stop and Go, Jig, Gieren, Cha-Cha-Cha. Also, das steht alles nicht. Dementsprechend müssen wir probieren. Also, oha. Siehste, so soll das gehen, Alter. So soll das gehen. Ja, Mann. Gib mir die Brocken, Alten. Richtig, richtig nice. Alter Falter. Ja, gutes Gewicht. Gutes Gewicht. Geht aber nicht in die Bremse. Ah, Alter Keta. Den wollen wir natürlich nicht, weil dafür sind dann, guck mal hier, schön auf 4 Kilo. Dafür sind dann die Köder zu teuer. Ne? Wenn ihr einen Spot hast, wo wirklich hier hauptsächlich die Ketas reingehen, das ist nix, ey. Das ist wirklich nix. So, probieren wir mal ein bisschen mit Unterbrechung. Vielleicht geht da was drauf. Tempo 50, 1, 2, 3 Umdrehung. Ja, oder ist es einfach jetzt auch von der Farbe her nicht die Farbe oder das passende Wetter zur Farbe, dass das so gut funktioniert. Einmal machen wir noch.
Und da muss ich nochmal weiß testen, denn wir haben gerade mächtigen Sonnenschein und ich hoffe, dass das vielleicht dann bei vollem Sonnenschein nochmal ein bisschen besser triggert. Also schön intensive Farbe bei Sonnenschein. Schön leuchtend, leuchtend weiß. Zack, da geht auch wieder was rein. Aber was ganz Lödes, Alter. Okay. So, direkt wieder das andere Ding testen auf den weißen. Auch hier 1er Haken drauf. Zack, raus damit. Könnte man 1-0er machen? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, wobei, das ist schon groß, ne? 1er ist, glaube ich, schon größenverhältnismäßig. Sieht das schon ganz gut aus, ne? Aber warum nicht? Einfach mal testen, ob nicht auch 1-0er geht. Ich meine, für die ganzen Kunstköder hat man ja auch hier häufig einen 1-0er Haken drauf. Das klappt doch für die meisten Fische. Andererseits ist sowas halt wie ein Rotlachs oder sowas ja auch gar nicht so riesig. Da könnte man es auch bestimmt ein bisschen kleiner testen von den Haken. So, 22er Tempo, schön durchleiern lassen, schön locker flockig und dann gucken, ob da was lübt. Und ja, wie immer natürlich Farben testen. Wenn man Bock hat auf die großen Könige, natürlich auch einfach mit den dickeren Ratten hier reingehen. Also dann die ganz großen natürlich verwenden. Aber dafür würde ich sagen, Setup nochmal eben umbauen. Gehen wir mal ein bisschen brutaler rein. Nehmen wir mal hier, komm, gehen wir mal auf 19,1. Und dann gehen wir hier mal, hatten die nicht 40? Ne, 45, ne? Ja, Squirrel, Squirrel, Alden. Eichhörnchen. So, raus damit mit dem Squirrel, Squirrel. Alter Falter, unaussprechlich, oder? Jetzt mal ernsthaft. So, und dann schön auch wieder durchleiern. Guck mal hier, selbst auf das Ding, auf Tempo 22, hat so ein leichtes Flackern unten drin. Je nachdem, wie man hier durchzieht. Ob mit der Strömung oder gegen die Strömung. Und da geht schon einer rein. Na, guck. Selbst auf das Riesenteil hier. Nicht so schlecht, ey. Nicht so schlecht. Ja, der Keter frisst einfach alles, Alter. Die Olegdante Kete, die nimmt alles mit. So, nochmal ganz nach oben. Vielleicht ballert da hinten nochmal schön der König rein. Und ich ziehe nochmal ein bisschen schneller durch. Gucken wir mal so. Ja, flackert ein bisschen. Und dann machen wir ein bisschen Pause. Ich mache sogar Bügel auf. Richtig schön treiben lassen. Und dann wieder rein da. Und nochmal Pause. Und zack. Und wieder rein. Ja, Spielerei. Spielerei, Rumtesterei. Für mich, wie gesagt, einfach nur die Hoffnung, geht da drauf etwas, was richtig groß ist. Geht da drauf etwas, was selten ist. Einfach mal Köder, die nicht so häufig verwendet werden, zurückbringen ins Gedächtnis. Rumprobieren, vielleicht ballert ja bei dir ein dicker, fetter Brocken drauf, vielleicht was Seltenes, vielleicht etwas, was sonst bisher noch nicht reingegangen ist. Das ist halt das A und O. Einfach mal ein bisschen gucken, ob da nicht noch was anderes geht. Ja, wie gesagt, die Dinger leistet man sich dann ab Level 30 plus an der Tunguska. Und die gibt es übrigens nicht im normalen Angelgeschäft, sondern hinten im Hinterhof sozusagen. Man geht ja bei der Tunguska in den Hinterhof rein. Rechte Seite ist sofort der Angelshop. Dann geht man durchs nächste Tor quasi wieder raus. Und dann ist wieder auf der rechten Seite der Tunguska Angelshop. Und da gibt es alles von der Tunguska. Okay, das Teil ist jetzt hier deutlich größer. Und ich würde auch sagen, dass hier drauf hier wahrscheinlich, ja, vielleicht geht hier doch noch der Königslachs, aber das würde jetzt ein bisschen dauern. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal fein rein, extra fein. Gehen wir mal auf 12 Kilo, richtig schön dünn. Und ich gehe nochmal auf die ganz kleinen 20er. Bisher am besten funktioniert heute die graue Maus. Also, raus mit der grauen Maus. Maximal rausgeworfen. Und die leiern wir jetzt hier nochmal schön locker durch. So, Tempo 25. Gar nicht ganz so schnell für das kleine Ding.
Und dann einfach nochmal gucken, was so funktioniert. Oder sogar noch langsamer, gucken wir mal. So auf eine 17 locker durch. Und dann kriegt sie auf einmal einen Schreck. Und dann zack, 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 ein bisschen schneller. Oh, dann hat sie keine Power mehr. Ja. Alter, komplett kaputt in der Rübe, ich sage dir, ey. So, aber solche Spielereien, man muss sich einfach be the bait. Sei der Köder und probier ein bisschen rum und teste, was gehen kann. So, immer gucken, wie sich der Köder so verhält und wie er vielleicht am besten triggern kann. Ne. Okay, ja, schwierig. Es bleibt schwierig. Es bleibt einfach schwierig. Aber ich will trotzdem weiter rumtesten, weil wenn da was reingeht, ist es groß. Ist es richtig groß und dann ballert es auch richtig rein. So, schwarze Maus nochmal. Zack, zack. Ich will jetzt einfach wissen, wo kriegt man hier den richtig schönen Brocken mit übertriebenen Ködern. Einfach mal was Besonderes testen. Und vielleicht ballert irgendwann hier, überlege ich mal, Alter. Der Brachymystax auf Ratte. Das wäre der absolute Burner. So, ihr Lümmels, ich spiele noch ein bisschen rum. Entspannten Sonntag noch. Ich freue mich auf Montag, wie immer, 19 Uhr, montags, mittwochs und freitags, ab in den Livestream, live auf YouTube, live auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Petri, spielt doch auch noch ein bisschen rum.